Hallo, ich stehe jetzt hier in Hermersberg vorm Wasserhaus. Schau da vorne. Grillanlage. Grillplatz. Da kann man essen und trinken. Und hier ist der Waldhaus. Der geht hier hoch. Rechts rumkurven. Das Waldhaus. Und auch auf der anderen Seite ist der Rundweg. So, jetzt habe ich mir euch noch da schöne Bank. Da ist ein Bänkchen, zwei Stück. Und da ist der Brunnen. Guck mal da. Schöne Brunnen. Dann kommt das Wasser runter. So, die Brunnen heißt hier Am Pferd Brümchen. Und da ist ein Umweg in Hermersberg. Und jetzt laufen wir wieder da, schön wieder darunter zum Bahnhof. Schön drüben. So. In der Baum, Tannenbaum. Ajo, da können wir mal vorbeikommen. Der Einweg ist ungefähr 4 Kilometer. Ein Weg von Walwischbach bis nach Hemmersberg sind 4,6 Kilometer. Das ist ganz schön langer Weg. Wenn man wieder so läuft, auch genauso 4,6. Aber ich schlafe bis zum Bahnhof. Schöne Wald, gucken wir mal. Ja, heute windig, stark bewölkt. Schauer. Schöne Stein. Das war der Weg von Hemmersberg. Schaut mir den schönen Stein an. Das ist der große Stein, kleine Stein. Sind wir den großen Stein da vorne? Da ist auch noch ein Weg, wo es da hoch geht. Linkskurve hoch. Jetzt laufen wir da nur nach. Da oben steht's. Zu Wasserhaus. Gut bürgerliche Küche. Da geht's Wasserhaus hier. Ich laufe jetzt da nur nach.
Schaut mal, das Wetter. Die Sonne scheint wieder. Das ist ein sehr langer Weg. Geht jetzt steil runter. Ja, wir sind gleich da unten. Dauert noch ein bisschen. Das sind noch 200 Meter. Es kommt eine recht Schikane. Müssen wir aufpassen, wenn ein Auto kommt. Da, guck mal da, da war ein schwerer Sturm. Wir haben es gleich geschafft. Es kommt wieder eine rechte Schikane. Ja. Ist noch mal eine Kurve. Da, jetzt sind wir da. Jetzt laufen wir die rechte Kurve raus. Da geht es wieder um nach Walfischbach. Das ist nur ein Weg. Dann fährt mal hier runter. Schaut mal das Wasser. So, kleines Bach. Der fließt zu Möschmühle. Im Werbischbach.
Da ist ein Rundweg. Und da ist ein Rundweg. Und ich laufe jetzt diese Richtung runter. Da laufen wir um. Waffelspach, ja. Und es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder auf YouTube-Videos drehen. Tschüss, bis gleich.